Ich wollte schon immer zu Olympia. Das war schon als kleines Kind ein Traum. Und da habe ich mir gedacht, Volunteering ist doch die Chance, um dann live dabei zu sein. Und dann auch noch in Paris. Ich habe mich als Volunteer beworben, weil das schon immer ein Riesentraum von mir war und ich 2018 in Paris mit meiner Familie zum Urlaub war und einen Banner gesehen habe, auf dem stand Paris 2024 und ich damals dann eben gesagt habe, boah, ich möchte da unbedingt teilnehmen und das war für mich damals noch so weit weg, aber jetzt ist der Zeitpunkt wirklich da, weil ich selber super sportbegeistert bin und jetzt dabei sein zu können, ist einfach total schön und auch irgendwo noch unwirklich. Am wichtigsten ist immer lächeln und höflich sein, den Leuten zeigen, wo sie hin müssen, also Plätze zuweisen oder Richtungen anzeigen und auf bestimmte Personen besonders Acht geben und auch ihre Sachen vielleicht mal kurz nehmen, wenn sie dann im Fernsehen zu sehen sind. Verschiedene sportliche Aktivitäten mit anzuleiten, sei es Flag Football, Fechten, Basketball, all das, um die Kinder und Jugendliche und auch Erwachsene der Stadt Paris zu motivieren, selber Sport zu machen. Also das Spannendste, was mir bisher hier passiert ist, natürlich die Eröffnungsfeier, wo ich für die französische Regierung verantwortlich war. Das heißt, ich durfte quasi die Ministerinnen und Minister die ganze Zeit begleiten und auch den Großteil der Eröffnungsfeier direkt vor Ort erleben. Wir haben die Konzerte gesehen, wie die Flamme unter uns lang gefahren ist. Das war definitiv für uns alle das Highlight. Es war eine unfassbar bereichernde Erfahrung. Ich habe, glaube ich, noch nie auf einem Haufen so viele unterschiedliche Nationen gesehen und es ist super schön, die verschiedenen Kulturen und Menschen kennenlernen zu dürfen, mit ihnen in Kontakt zu kommen. Ich will mir das einfach beibehalten, so die Neugier nach neuen Ländern.